Präsident, Herr Bundesminister, meine Damen und Herren. Ja, 2017 soll jetzt die Forschungsprämie evaluiert werden. Eine schon längere Forderung, eine Forderung, die auch von der Kollegin von den Grünen kommt. Und man muss ja sagen, wer oder was ist überhaupt die Forschungsprämie? Es ist an und für sich ein sehr gutes Werkzeug. Wenn man zurückdenkt, im Budgetbegleitgesetz 11, also von dieser Bundesregierung, hat man gesagt, als Ergebnis einer Evaluierung diesen doch sehr zersplitterten Förderungsdschungel, will ich nicht unbedingt sagen, aber diese Förderlandschaft, sollte man etwas zusammensammeln, etwas komprimieren und schauen, wie wirklich die einzelnen Werkzeuge wirken. 13 hat man dann, und bei der Forschungsprämie, also diesem Steuervorteil, hat man ja nicht nur einfach, weil Steuer nachgelassen wird, sondern vor allem deswegen, weil die FFG, die Forschungsgesellschaft des Bundes, genau evaluiert und genau schaut, welche Projekte sind wirklich Forschungs- und Entwicklungsprojekte und was gehört nicht in diesen Bereich. Da hat es dann für diesen Prozess, an dem die FFG beteiligt ist, eine Evaluierung gegeben und man hat entdeckt, dass dieser Prozess ist höchst effizient. Daraufhin hat es berechtigterweise weitere Erhöhungen gegeben. Zuletzt im heurigen Jahr wurde die Forschungsprämie auf 12% erhöht. Und jetzt ist es, und da haben sich jetzt glücklicherweise die Regierungsparteien angeschlossen und haben gesagt, ja, jetzt ist es sinnvoll, genau dieses Werkzeug einmal zu überprüfen. Wo wirkt es, wo wirkt es nicht? Gibt es Verwerfungen, gibt es Ausreißer? Und ich muss sagen, bei den direkten Förderungen gibt es das ja im Prinzip laufend durch die FFG selbst. Bei der indirekten, bei der Forschungsprämie werden wir das jetzt haben. Der Betrag mit etwa 500 Millionen, der davon betroffen ist an Steuermitteln, rechtfertigt das. Und ich muss sagen, für mich ist die Evaluierung ja insofern wichtig, nicht um sie sozusagen zu hinterfragen und zu sagen, na, das ist eigentlich ein Werkzeug, das wir nicht bejahen. Ich glaube, die Forschungsprämie ist ein absolutes Standort-Highlight. Ich habe jetzt in der letzten Zeit von zwei Firmen gehört, die genau aufgrund der Forschungsprämie ihren Standort nach Österreich verlegt haben. Man kennt es immer wieder. Es gibt drei oder vier Länder, mindestens eines davon im südostasiatischen Bereich, wo man dann sagt, wo gehen wir wirklich mit Produktions- oder Forschungsstandorten hin? Das ist meistens gekoppelt, Forschung und danach gleich eingegliedert oder nachgegliedert entsprechende Produktion von Hightech-Produkten. Und ich erwarte mir, das ist möglicherweise jetzt noch ein Wunsch ans Christkind, aber er sei trotzdem geäußert. Ich erwarte mir, dass genau diese Evaluierung diesen tollen und guten Standortvorteil bestätigt. Was ich noch nicht weiß und was ich mir auch dann aus der Evaluierung erhoffe, ist, dass man sieht, welche Auswirkungen hat das Ganze auf die KMUs. Wir reden immer, dass auch die Forschungsförderung für KMUs da sein soll und wollen das verstärken. Ich bin mir nicht immer sicher, ob alle Werkzeuge auch wirklich dort ankommen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die Evaluierung selbst bringt. Und manche werden jetzt sagen, naja, die Freiheitlichen haben jetzt den ursprünglichen und gemeinsamen Antrag bejaht, aber auch den Antrag von der Frau Kollegin Lichtenegger. Was ist der Unterschied oder was war für die Grünen der Unterschied und was ist auch für uns eigentlich wichtig? Und wir erwarten uns, dass das implizit in die Arbeit und in die Evaluierung einläuft, nämlich das ist der Zeithorizont. Wenn der zu kurz ist, kann man eigentlich zu wenig auch wirklich aussagen. Und in diesem Sinne erwarte ich ein hoffentlich sehr positives Ergebnis für die österreichische Forschungslandschaft. Applaus